ich bin Simone. Heute zeige ich euch, was man in der Ausbildung zum Berufskraftfahrer lernt und auch, wie das Ganze mit meiner Ausbildung zur Mediengestalterin für Bild und Ton zusammenhängt. Kommt mal mit! Berufskraftfahrer im ZDF ist wirklich richtig spannend. Sie fahren in großen Ü-Wagen zu den Produktionen, wo sich zum Beispiel die Regie drin befindet, und auch die Rüstwagen mit dem ganzen Material und der Technik. Und dort treffe ich heute Michael, er ist Berufskraftfahrer im ZDF und ihn darf ich heute begleiten. Hey Michael! Hey Simone! Was machen wir heute? Wir bereiten heute die Fahrzeuge für die nächste Tour vor. So, jetzt haben wir alles verstaut, das heißt, die Wagen können zugeklappt werden. Jetzt wird die Schublade eingefahren. Ja! 1A! Jetzt müssen wir nur noch umparken und hast du Lust? Ja, wenn ich darf, sofort. Klar, gerne. Komm. Cool, auf geht's. So, und jetzt kann's losgehen. Und wir fahren. Kurve. So, jetzt bin ich das erste Mal in 40-Tonner gefahren. Guten Morgen, heute geht's nach Wiesbaden und es ist sehr wichtig, dass wir pünktlich vor Ort sind. Moin Michael. Moin. Denn ohne uns und den Ü-Wagen können die anderen noch gar nicht mit ihrer Arbeit anfangen. Das ist richtig und selbstständiges Arbeiten wird auch bei uns groß geschrieben. So, und jetzt auf zum Pfingstreiturnier. Bei der Ausbildung zum Berufskraftfahrer sollte man auf jeden Fall auch fahrerisches Talent mitbringen. Denn man muss seinen LKW auch durch Engpässe schleusen können, wie bei der Kurve gerade zum Beispiel. Und das nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts. Und im Rahmen der Ausbildung zum Berufskraftfahrer kann man auch seinen LKW-Führerschein machen. Na, das klingt doch schon mal super. Und ich sehe, jetzt sind wir auch schon fast da. Wie es bei Außenübertragungen immer mal sein kann, gab es einen kleinen Wetterumschwung. Aber wir bauen jetzt auf und dann wird es richtig schnell warm. Ihr seht, Michael und ich, wir sind fleißig am Kameraaufbauen und das ist auch das Besondere für die Ausbildung zum Berufskraftfahrer beim ZDF. Denn genau wie die Mediengestalter für Bild und Ton lernt man auch einiges über Video- und Tontechnik. Hier in Wiesbaden ist jetzt eigentlich so gut wie alles aufgebaut und ihr merkt schon, in dem Job kommt man echt viel rum. Zum Beispiel fahrt ihr auch nach Moskau, Norwegen, St. Petersburg oder Teneriffa. Wenn ihr noch mehr über die Ausbildung zum Berufskraftfahrer erfahren wollt, klickt doch mal rein auf ausbildung.zdf.de. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann schon bald backstage.